Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Schicksal in unserer Hand. So titelte der Spiegel zum Jahresbeginn, also in der Zeit der guten Vorsätze. Sage und schreibe, 81% aller Deutschen schwören Silvester allem Ungesunden ab. Zigaretten, zu viel Alkohol, zu wenig Sport. Sie sind bester Absicht, gesünder zu leben. Diese Vorsätze halten einen Tag, eine Woche. Für den Rest des Jahres gilt Stress, wenig Sport, viele Kalorien. Diese Mischung macht dick. Und wer ist schuld? Die Gene, die Industrie, der Terminkalender und natürlich die Politik. Und nun der Spiegel, ich zitiere, den größten Anteil an seinem Schicksal hat jeder selbst in der Hand. Keine bequeme Botschaft zum Jahresbeginn, aber wissenschaftlich belegt. Unsere Gesundheit wird nur zu 20% allein durch Gene bestimmt. Auf diese können wir keinen Einfluss nehmen, auf den großen Rest schon. Das Schlüsselwort heißt Epigenetik. Die Forschung belegt, was wir allzu gerne verdrängen. Mit Ernährung, Lebensstil, Umweltfaktoren können wir Mechanismen beeinflussen, die unsere Gene ein- und ausschalten, und zwar ein Leben lang. So bestimmen wir übrigens auch selbst, ob wir gesund sind oder an Übergewicht, Diabetes oder Herzinfarkt erkranken. Meine Damen und Herren, wir haben unser Schicksal in der Hand. Jeden Tag beim Einkauf, in der Kantine, bei der Entscheidung zu joggen oder nicht oder eine Zigarette anzuzünden. Damit beeinflussen wir übrigens auch das Leben unserer Kinder. In den ersten 1000 Tagen werden dort Weichen gestellt. Fehlernährung, Alkohol in der Schwangerschaft gefährden das Kind. Die Ernährung ist ein zentraler Schlüssel. Die Auswahl ist gigantisch. Aus rund 170.000 Lebensmitteln können Verbraucher heute ihren Speiseplan zusammenstellen, und zwar bezahlbar. Heute Abend wird die Internationale Grüne Woche in Berlin eröffnet. Sie ist ein Schaufenster, was unsere Landwirte, Gärtner, Fischer, Bäcker, Fleischer, Hersteller und Händler jeden Tag leisten. Für unsere Fraktion, die CDU/CSU, sage ich an dieser Stelle Respekt und Dank für diese Leistung. Aber Vielfalt bedeutet auch Herausforderung. Was ist die richtige Wahl für mich und wie viel von was? Die Ernährung hat jede Leichtigkeit verloren. Wir erleben Fanatismus, Verunsicherung, Gleichgültigkeit. Jeder zweite Erwachsene ist übergewichtig. Gleichzeitig nehmen Mangel- und Fehlernährungen zu, vor allem im Alter. Dadurch steigen Risiken für Diabetes, Schlaganfall oder Muskelschwund. Der persönliche Leidensdruck ist groß, die Kosten explodieren, die Gesundheitszeitbombe tickt. Wir alle sind gefordert, meine Damen und Herren. Jeder Einzelne von uns, die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Es gibt mehrere Optionen oder auch Denkschulen. Ernährung per Gesetz wäre die eine. Der Staat lenkt die Bürger bei der Entscheidung, was sie essen, durch Verbote, Strafsteuern, Ampeln. Mal alle Bedenken zur Seite geschoben, von der Bevormundung der Verbraucher bis zu Fragen der unternehmerischen Freiheit. Aber was soll besteuert werden? Was verboten? Baguette ja, Vollkornbrot nein. Zucker ja, Süßstoff nein. Die entscheidende Frage ist doch am Ende, was ist eigentlich gesund? Und ich verstehe jeden Verbraucher, der sich hier einfachere Antworten wünscht, vielleicht auch durch eine Ampel. Es wäre so schön. Mir selbst geht es ja nicht anders. Aber Fakt ist, Diabetes kann nicht wegbesteuert werden. Durch Ampeln lassen sich komplexe Sachverhalte und Inhalte nicht darstellen, denn Ernährung ist komplex. Die erste Nachricht, Essen ist keine Krankheit. Die zweite, jeder Mensch hat andere Bedarfe. Kinder brauchen anderes als Ältere, Frauen weniger als Männer. Es gibt keine grundsätzlich guten oder schlechten Lebensmittel. Und es gibt leider keine Patentrezepte. Abnehmen unterliegt nicht den Gesetzen der Politik, sondern am Ende nur der Physik. Wer zu viel isst, nimmt zu, egal ob Kartoffelstampf, Schokolade oder Dinkelnudeln. So bestätigt es die Wissenschaft. Der Energiebilanz ist es am Ende egal, woher die Kalorien kommen.
Aber Achtung, nur der, dem Körper und der Gesundheit ist das ganz und gar nicht egal. Diese brauchen eine ausgewogene Mischung aller Nährstoffe. Leichter gesagt als getan. Trotz unzähliger Fernsehsendungen und Ratgeber sind viele Verbraucher heute zutiefst verunsichert, manche auch schlecht informiert. Schon heute kann sich jeder die Zutaten auf der Verpackung ansehen. Aber Hand aufs Herz, meine Damen und Herren, wie oft lesen Sie diese? Bewusster Essen, mehr Bewegung und Schlaf, das klingt verstaubt. Aber wer so lebt, wird gesund älter werden. Wie können wir das als Politik unterstützen? Veränderte Rezepturen können helfen. Deshalb hatten sich CDU, CSU und SPD auch in der letzten Wahlperiode gemeinsam für eine Reduktionsstrategie eingesetzt. In Kooperation mit Wirtschaft und Handel, denn es geht nur mit ihnen, nicht ohne sie. Innovationen brauchen Zeit. Der Bäcker, der Fleischer kann dies nicht so leicht schultern wie der Lebensmittelkonzern. Staatliche Rezepte führen zur Verdrängung der kleinen Betriebe, aber nicht zu mehr Gesundheit. Mehr Gesundheit geht nur mit Bildung, Information, Aufklärung, und zwar schon für die Kleinsten, in der Kita, in der Schule. Wir setzen deshalb auf Verhaltensprävention. Und deswegen wissen wir, wir brauchen dringend Ernährungsbildung. Ernährungsbildung muss zukünftig in die Kita und Schulen gehören, wie die Küchen und Fachkräfte. Wir brauchen gesunde Angebote. Dazu gehören übrigens Wasserspender in jeder Schule. Sie sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Verbindliche Qualitätsstandards bei der Gemeinschaftsverpflegung in Kindergärten, in Schulen, Kantinen und Alten- und Pflegeheimen. Denn dort essen inzwischen die meisten Menschen. Wir brauchen ein offeneres Auge, zum Beispiel bei Älteren, indem ihr Ernährungsstatus, und sie haben häufig mit Mangel- und Fehlernährung zu tun, durch ein regelmäßiges Ernährungsscreening erfasst wird. Bestehende Kennzeichnungsregelungen müssen wir schließen. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass Produkte aus tierischen Produkten, Lebensmittel, entsprechend gekennzeichnet werden. Denn es ist wichtig, dass der Verbraucher weiß, woher eben auch diese tierischen Produkte kommen. Wir müssen das Stillen fördern. Wir brauchen Ernährungsberatung in der Schwangerschaft. Und wir brauchen mehr Bewegung. Bewegung, Bewegung, von der Kita bis zum Altenheim. Wir brauchen mehr Schlaf, wir brauchen keinen Stress. Meine Damen und Herren, am Ende ist es ein Gesamtpaket. Und ich glaube, jeder von Ihnen weiß am Ende, was er zu tun hätte, aber tut es dann doch nicht. Und deshalb möchte ich Sie ermutigen, jeder hat die Wahl. Der Masterplan für ein gesundes Leben steht fest. Wir haben das Schicksal in unserer Hand. Gehen Sie achtsam damit um. Vielen Dank. Gitta Konnemann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion und da zuständig natürlich für die Bereiche Ernährung und Landwirtschaft, hat hier die erste Rede gehalten zu dieser vereinbarten Debatte zwischen den Fraktionen. Es gibt ein Ergebnis. Die Glückwünsche des Hauses aussprechen möchte. Die Kollegin Bettina Hoffmann feiert heute ihren 58. Geburtstag. Und die Kollegin Julia Verlinden, beide Bündnis 90 Die Grünen, feiert ihren 39. Geburtstag. Wir gratulieren beiden Kollegen herzlich zum Geburtstag. Oh, auch eine Art von Ergebnis, wenn man so will, aber natürlich nicht das, womit ich jetzt gerechnet habe. Es kleckern immer noch neue Geburtstage rein. Das ist erstaunlich. Ich dachte, er hätte wohl alle erwischt. Meldung vor Schluss der Plenarsitzung. Und das hat er jetzt auch selbst gemerkt, dass er da noch einige nachgenannt hat. Das ging ja wirklich heute kleckerweise mit den Geburtstagen, obwohl ja einige sogar hier im Saal sind. Die Debatte geht weiter mit Ursula Schulte aus der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren auf der Tribüne. Ich freue mich, dass wir heute über dieses so wichtige Thema gesunde Ernährung für ein gutes Leben miteinander sprechen. Der Zeitpunkt könnte wirklich nicht besser gewählt werden. Weihnachten liegt hinter uns und die Fastenzeit steht unmittelbar bevor. Zudem öffnet die internationale Grüne Woche mit ihren verführerischen Produkten ihre Pforten. Passend dazu hat Herr Minister Schmidt den Ernährungsreport 2018 vorgelegt. Wir haben also viele gute Gründe, uns darüber zu freuen, dass die Ernährungs- und Verbraucherpolitik endlich einmal wieder im Mittelpunkt des Interesses steht. Der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger bei diesem Thema scheint eindeutig zu sein.
Für die überwiegende Mehrheit der Befragten muss Essen schmecken und gesund sein. So steht es jedenfalls in der Forsa-Studie. Liest man die Studie allerdings genauer, stößt man auf Hinweise, die diese Zahl durchaus wieder in Frage stellen. Denn 49% der Befragten halten es für wichtig, dass Essen einfach und schnell zubereitet werden kann. Gleichzeitig erklärt die Studie, dass der Verzehr von Obst und Gemüse rückläufig ist. Das können wir ändern, indem wir die Bundesländer zum Beispiel davon überzeugen, am Schulobst- und Gemüseprogramm der EU teilzunehmen. Leider beteiligen sich nur 9 Bundesländer daran. Das ist wirklich schade, denn Studien zeigen, dass durch dieses Programm der Verzehr von Obst und Gemüse erhöht werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Sozialdemokraten wollen die Menschen davon überzeugen, sich gesund zu ernähren. Wir wollen nicht mit Verboten und moralischer Entrüstung arbeiten. Wir werden keine Zuckerpolizei einführen. Und von mir aus kann jeder noch stark gesüßte Produkte und literweise gesüßte Limonade trinken. Das liegt im Ermessen eines jeden Einzelnen. Aber wir wollen die Menschen unterstützen, die sich gesund ernähren. Dazu braucht es auch gesunde Produkte und einfache Hinweise auf gesunde Produkte. Stichwort ist hier noch einmal die Lebensmittelampel, an der ich unbeirrt festhalte. Darüber hinaus fehlt uns nach wie vor eine zielgenaue Umsetzung der Reduktionsstrategie. Diese haben wir 2015, Frau Kornemann hat das gesagt, gemeinsam beschlossen. Mit gesünderen Lebensmitteln und Rezepturen sollte Verbrauchern eine ausgewogene Ernährung erleichtert und ein Beitrag zum Kampf gegen ernährungsbedingte Krankheiten geleistet werden. Zucker-, Fett- und Salzgehalt sollten dazu schrittweise verringert werden. Eine gute Reduktionsstrategie ist nicht nur ein wichtiger Beitrag für eine gesunde Ernährung, sie trägt letztlich auch dazu bei, Kosten zu reduzieren, die durch falsche Ernährungsmuster entstehen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Zahlen der allgemeinen Ortskrankenkassen, die von einer jährlichen Belastung der Gesundheits- und Sozialsysteme in Höhe von 70 Milliarden Euro ausgehen. Dass Kosten durch gesündere Produkte gesenkt werden können, zeigt uns Großbritannien. Hier wurde der Salzgehalt in einigen Lebensmitteln reduziert. Folge davon, das Risiko der Bevölkerung für Schlaganfälle und Herzerkrankungen sank beträchtlich. Wir dagegen in Deutschland haben einen stetigen Anstieg der sogenannten Lebensstilkrankheiten zu verzeichnen. Leider musste meine Fraktion feststellen, dass das zuständige Ministerium die Umsetzung der Reduktionsstrategie, sagen wir einmal, mehr als zögerlich betreibt. Die im Mai und Juli 2017 vorgestellten Entwürfe sind meines Erachtens auch weichgespült. Es fehlen einfach klare Zieldefinitionen zur Reduktion des Zucker-, Salz- und Fettgehaltes und es fehlt ein verbindlicher Zeitplan. Ich finde, es wird Zeit, Herr Minister, dass Sie endlich konkret werden. Legen Sie eine Strategie vor, die Ihren Namen auch verdient. Und ehrlich gesagt, Ihre Hinhaltetaktik nervt ein wenig und das nicht nur bei diesem Thema, aber wie sagten Sie so schön, so ist er halt, der Schmidt. Mit meiner Kritik an den vorgelieferten Entwürfen stehe ich nicht alleine, Gott sei Dank. Die AOK, die Deutsche Diabetesgesellschaft, die Deutsche Allianz nicht übertragbarer Krankheiten teilen meine Kritik und fordern den Minister auf, endlich zu reagieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Reduktionsstrategie ist so etwas wie ein Paradigmenwechsel für uns. Wir wollen nämlich nicht nur auf eine Verhaltensveränderung bei den Menschen setzen. Wir sagen vielmehr deutlich, dass die Unternehmen für die Gesundheit auch Verantwortung tragen. Mein Fazit lautet also, gesunde Ernährung muss erleichtert werden, indem die angebotenen Produkte gesünder werden. Mit der Reduktionsstrategie ermuntern wir, man könnte auch sagen, zwingen wir die Lebensmittelwirtschaft ein wenig in diese Richtung zu gehen. Wir tun das, weil wir wissen, freiwillig passiert da nicht allzu viel. Und weil das so ist, hat meine Fraktion in dieser Woche ein Positionspapier mit dem Titel Gesunde Ernährung erleichtern beschlossen. Wir fordern bessere Lebensmittelrezepturen und weil uns das Thema wirklich am Herzen liegt. Die SPD-Bundestagsfraktion will verbindliche Ziele zur Festlegung der Reduktion des Zucker-, Salz- und Fettgehaltes. Wir wollen Zielmarken für unterschiedliche Produktgruppen, die von unabhängigen Experten erarbeitet werden. Wir wollen einen verbindlichen Zeitplan zur Umsetzung der Ziele. Wir wollen eine gesetzliche Regelung für den Fall, dass sich Unternehmen nicht freiwillig an der nationalen Reduktionsstrategie beteiligen. Und wir wollen eine wissenschaftliche Begleitung und eine transparente Evaluierung. Sehr geehrter Herr Minister, wenn Sie in Ihrer Einleitung zum Ernährungsreport 2018 feststellen, ich zitiere, wir müssen die Ernährungsbildung im Stundenplan fest verankern, finde ich das ausgesprochen löblich. Nur bei schönen Worten alleine darf es nicht bleiben. Ich wünsche mir, dass Bund und Länder
eine Ernährungsaufklärung und Verbraucherbildung in Kindertagesstätten, Schulen und allen anderen Bildungseinrichtungen einleiten. Und ich wünsche mir auch, dass Kinder und Jugendliche lebensnah den Ursprung des Essens und die Möglichkeiten der Zubereitung vermittelt bekommen. Das verstehe ich unter Ernährungs- und Verbraucherbildung. Und damit diese Pläne schnell umgesetzt werden können, müssten wir das Kooperationsverbot kippen. Das wäre wirklich mal eine mutige Entscheidung. Wir Sozialdemokraten sind auf jeden Fall dazu bereit. Und da ich sehe, dass meine Zeit zu Ende geht, sage ich noch mal, dass das Thema gesunde Ernährung ein wirklich wichtiges Thema ist und dass ich hoffe, dass dieses auch in etwaigen Koalitionsgesprächen eine gebührende Rolle spielt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Na, da waren doch schon mal schöne Themen drin für mögliche Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Da kann man sich schon mal prima auseinandersetzen. Nicht zuletzt über die Lebensmittelampel, die die SPD gerne möchte, die Union aber nicht. Da könnte man doch schon mal gegenseitiges Profil beweisen, wenn es denn so weit käme. Nächste Rednerin hier ist Franziska Gmintner aus der AfD. Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Gesunde Ernährung für ein gesundes Leben. Hiermit wird ein höchst wichtiges Thema angesprochen. Wie sich ein Volk ernährt, hat Folgen für seine Gesundheit, physisch und auch psychisch. Das persönliche Wohlbefinden, das erreichbare Lebensalter, die Leistungsfähigkeit in Schule, Arbeit und Ruhestand hängt zentral davon ab, wie und vor allem was wir essen. Alle sprechen von gesunder Ernährung. Im Fernsehen jagt eine Kochsendung die andere. Zeitschriften zuhauf propagieren die nächsten Schlankheitskuren. Und der Effekt? Schwach. Immer mehr Arbeitnehmer müssen bedauerlicherweise für ihr Auskommen mehrere Arbeitsstellen in Anspruch nehmen. Wo bleibt da die Zeit, für die Familie zu kochen? Die Deutschen geben laut Statistischem Bundesamt rund 10% ihres Nettoeinkommens für Nahrungsmittel aus. Bei unseren Nachbarn, den Franzosen, sind es 13,3, also 30% mehr. Legen die Franzosen mehr Wert auf gute Ernährung als die Deutschen? Wo beginnt eigentlich gute Ernährung? Nicht erst beim propagierten Apfel zum Frühstück. Gesunde Ernährung beginnt bereits auf dem Acker bei der Aussaat. Gesunde Ernährung beginnt im Stall, bei der Aufzucht und Fütterung der Tiere. Nicht nur das Wie der Aufzucht und Aussaat ist hier entscheidend, sondern auch, was dort aufgezogen und ausgesät wird. Wir stellen fest, der Trend geht immer weiter hin zu leistungsfähigeren, größeren, geschmacksärmeren Rassen und Sorten, die immer mehr Pestizide, Herbizide und Antibiotika benötigen, weil sie immer anfälliger werden. Eine Verarmung der Varietäten streitet fort. Wir müssen uns klar machen, dass ein Verschwinden einer Spezies nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Denken wir doch an die bedrohten Bienen und den Rückgang der Insekten. Das sollte uns eine Warnung sein. Der kommerzielle Saatgutmarkt hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre weltweit konzentriert. Die Top 10 der Saatgutkonzerne beherrschen 75% des globalen Saatgutmarktes. Der freie Bauer, der früher mit seinem eigenen Saatgut sein Feld bestellen konnte, soll immer mehr zum abhängigen Angestellten dieser Konzerne werden. Wollen wir das? Die Alternative vertritt aber im Hinblick auf Diversität und Subsidiarität eine andere Position. Daher ist sehr zu begrüßen, dass Landwirte in eigener Initiative alte Obstsorten wieder anpflanzen, dass alte Haustierrassen wie das hellische Schwein und diverse Schaftierrassen wieder in größerem Stile weitergezüchtet werden. Wie können wir unsere Bauern schützen? Und wir müssen sie stärken, denn von ihnen bekommen wir die regionalen, die frischen Produkte, die für unsere Gesundheit so wichtig sind. Die Bauern sollten nicht zu Subventionsempfängern einer Brüsseler Institution degradiert werden. Sie müssen für ihre Produkte angemessene Preise erzielen, die ein gutes Aufkommen für sie ermöglichen. Und das muss uns etwas wert sein. Dann würde auch das Höfesterben aufhören. Außerdem fordert die Alternative für Deutschland ein Ende der Sanktionen gegen Russland, die besonders die deutschen Exporte von Milchprodukten haben zusammenbrechen lassen und verheerende finanzielle Einbußen für die Milchbauern zur Folge. Für die meisten Verbraucher haben regionale Lebensmittel einen hohen Stellenwert.
In Umfragen wird bestätigt, dass bis zu 44% der Befragten auch bei höheren Kosten für eine gesunde Ernährung, auch für regionale Lebensmittel. Deswegen sollten wir eben auch auf Hofläden kaufen und den Bauern dort ein anderes Standbein finanzieller Art besorgen. Aber es wäre nicht nur die regionale Versorgung, sondern es wäre schon ein Fortschritt, wenn mehr Produkte aus Deutschland kämen, statt um die ganze Welt zu reisen. Noch schlimmer ist es, wenn Lebensmittel tausende Kilometer durch die EU gekarrt werden. Das Waschen von Karotten und Kartoffeln in Italien ist ja gang und gäbe, und dann kommt es wieder zurück nach Deutschland zum Verkauf. Das ist doch Wahnsinn. Wir als Politiker müssen uns diesen Fehlentwicklungen entgegenstellen. Und wer eine regionale, vielfältige, nachhaltige und eben gesunde Produktion von Nahrungsmitteln möchte, muss Landwirtschaft neu denken. Nehmen wir die Schweiz als Vorbild. Dort steht, kauft Schweizer Fleisch im Fernsehen. Bei uns wäre solche eine Werbekampagne doch auch mal begrüßenswert für deutsches Fleisch, deutsche Milch und deutsches Gemüse. Oder geht das unter Nationalismus? Wir haben in Deutschland 285.000 landwirtschaftliche Betriebe mit 935.000 Arbeitskräften. 16 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche, die leider weiter rückläufig ist. Die Flächen werden jeden Tag geringer. Umnutzung durch Verkehrswege, Zubetonierung für Industrie- und Wohnungsbau, riesige Solarfelder auf ursprünglichem Weide- und Ackerland, Energiepflanzen für die Biogasgewinnung verdrängen Nahrungsmittelpflanzen. Es nimmt kein Ende. Lasst uns da dagegen steuern. Wer kennt von Ihnen noch das Gedicht, die Ballade vom Riesenspielzeug von Adalbert von Chamisso? Da steht drinne, denn wäre nicht der Bauer, dann hättest du kein Brot. Und das sollen wir uns zu beherzigen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Franziska Gminder aus der AfD-Fraktion mit durchaus einigen grünen Ideen in ihrem Beitrag hier in der Debatte über gesunde Ernährung. Der nächste Redner auf der Liste ist Gero Clemens Hocker aus der FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland erzeugen weltweit die hochwertigsten Lebensmittel. Sie erfüllen dabei die allerhöchsten Umweltstandards im Bereich Biodiversität, Trinkwasserqualität und viele andere umweltpolitische Anforderungen. Etwa jeder siebte Erwerbstätige in Deutschland ist mittelbar oder unmittelbar im Agrarbereich tätig. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere auch in sogenannten strukturschwachen Regionen, auch in Krisenzeiten, sind es häufig genug unsere mittelständischen, familiengeführten landwirtschaftlichen Betriebe, die Menschen einen sicheren Arbeitsplatz gewähren. Ich sage es unumwunden, ich bin stolz auf unsere Landwirte in Deutschland und ihre tollen Leistungen, die sie Jahr ein, Jahr aus erbringen für uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und trotzdem fühlen sich viele Landwirte gegenwärtig ein Stück weit von der Politik im Stich gelassen. Vielleicht auch, weil sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass von einem Teil der Gesellschaft, häufig genug übrigens von dem Teil, der gerade nicht auf dem Land, sondern in den Städten wohnt, sie sozusagen als Buhmann abgestempelt werden für eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir eigentlich gemeinsam bewältigen müssten. Boden, Luft, Gewässerreinhaltung, Tierschutz, MRSA, Artenvielfalt. Es ist ja so leicht, mehr Fläche für Nutztiere zu fordern oder andere Standards erhöhen zu wollen, aber dann gleichzeitig, meine sehr verehrten Damen und Herren, beim Discounter um die Ecke nur 99 Cent für eine Putenbrust ausgeben zu wollen. Das sind zwei Punkte, die eben nicht zueinander passen. Wer höhere Standards fordert, der muss auch bereit sein, einen höheren Preis für diese Leistungen, für diese Produkte zu bezahlen, meine Damen und Herren. Deswegen wird sich meine Fraktion in den kommenden Jahren nicht an dem Bauernbashing beteiligen, das ja immer mehr die Runde macht. Und deswegen möchte ich auch nur ganz am Rande auf diese, wie ich finde, wie wir finden, unsägliche Kampagne zu sprechen kommen, die es im letzten Jahr gegeben hat, wo seitens des Umweltministeriums diese neuen Bauernregeln, die Branchenkenner werden sich erinnern, die neuen Bauernregeln ausgegeben wurden. Meine Damen und Herren, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals ein ganzer Berufszweig
mit einer solchen Kampagne derart gekränkt, diffamiert und dauerhaft in seiner Berufsehre verletzt gefühlt hat, meine Damen und Herren. Wer pauschal einen Berufszweig derart verunglimpft, der hat nie recht. Diese Kampagne ist seinerzeit unerträglich gewesen, meine Damen und Herren. Und natürlich gibt es schwarze Schafe. Die gibt es in jedem Beruf und die gibt es damit, das liegt in der Natur der Sache, natürlich auch bei Landwirten, meine Damen und Herren. Es gibt Höfe, wo gegen Auflagen verstoßen wird, wo das Tierschutzgesetz nicht eingehalten wird, wo gegen das Düngerecht verstoßen wird und viele andere Dinge mehr. Gegen all diese Entwicklungen in Einzelfällen muss mit aller Entschlossenheit vorgegangen werden. Aber man darf daraus, meine Damen und Herren, doch kein Pauschalurteil fällen und den Stab brechen über einen gesamten Berufsstand. Ich behaupte, dass 99% aller Betriebe da draußen nicht nur akribisch alle Auflagen einhalten, sondern dass sie auch ein ganz vitales Interesse daran haben, dass das Tierwohl geachtet wird und dass Umweltschutz eine große Rolle spielt, meine Damen und Herren. Verstöße Einzelner für alle zu einem Bewertungsmaßstab zu machen, das kann nie richtig sein. Und deswegen sollten wir uns von dieser Diffamierung verabschieden. Lassen Sie mich zum Abschluss noch zwei Worte verlieren über das Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD und die Rolle der Landwirtschaft, die darin formuliert ist. Also ich hätte ja nicht gedacht, meine Damen und Herren, dass in einem Papier, an dem die CSU beteiligt ist, das Wort Landwirtschaft erst auf Seite 23 von 28 zum ersten Mal Erwähnung findet, dass sie dann tatsächlich auf einer knappen DIN A4-Seite einen so komplexen Bereich glauben abarbeiten zu können und aber auch vor allem, dass Sie kein einziges Wort der Wertschätzung für unsere hunderttausenden Landwirte da draußen finden, meine Damen und Herren. Aber Sie haben ja die Gelegenheit noch zu verhandeln und es werden ja dann vielleicht Koalitionsgespräche geführt werden, da haben Sie ja die Möglichkeit noch nachzubessern. Aber meine Damen und Herren, was mich besonders hat aufhorchen lassen bei diesem Papier, das ist eine Formulierung, die ich mit der Erlaubnis des Präsidenten gerne zitieren möchte. Da steht geschrieben, dass der gesellschaftlich geforderte Wandel in der Landwirtschaft und die veränderten Erwartungen der Verbraucher einer finanziellen Förderung bedürfen, national wie europäisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was gesellschaftlich gewünscht und gefordert ist, das ist doch nicht die Aufgabe von Sondierungspartnern zu definieren, sondern das definieren die 80 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Und ich gebe Ihnen eine Zahl als Beispiel. Im Jahr 2017 hat der Umsatz von mit dem Bio-Kennzeichen gekennzeichneten Lebensmitteln gerade 5,7% des Gesamtumsatzes ausgemacht. 95% der Lebensmittel sind auf andere Weise erzeugt worden. Da von einem gesellschaftlichen Wunsch nach finanzieller Förderung für andere Produktionsweisen zu sprechen, das geht an der Realität der Gegenwart komplett vorbei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wir merken das auch bei dieser Debatte, dass wir in den nächsten Jahren beim Thema Landwirtschaft kontroverse Diskussionen führen werden. Ich glaube, dass gut ist und ich glaube, dass es auch eine Bereicherung für dieses Haus ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass wir über alle Fraktionsgrenzen hinweg der Landwirtschaft wieder mehr Wertschätzung entgegenbringen, als das in den vergangenen 4 Jahren der Fall gewesen ist. Ich darf das als eine der Aufgaben meiner Fraktion und derjenigen, die sich in meiner Fraktion mit diesem Thema beschäftigen, definieren, als eine ganz zentrale Herausforderung der Landwirtschaft in diesem Hohen Hause hier wieder eine Stimme zu verleihen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gero Clemens Hocker war das aus der FDP-Fraktion, der hier heftige Kritik geübt hat an einer Kampagne des Bundesumweltministeriums, für die sich allerdings die Bundesumweltministerin entschuldigt hat, schon vor geraumer Zeit. Und sie hat sich entschuldigt für neue Bauernregeln. Das hat Clemens Hocker ja auch gesagt. Und beispielsweise so Sätze wie steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein oder zu viel Dünger auf dem Feld geht erst ins Wasser, dann ins Geld. Sollte auf akute Probleme hinweisen, haben viele Landwirte ernst genommen und sich sehr darüber geärgert. Und wie gesagt, die Umweltministerin hat sich dafür entschuldigt. Die nächste Rednerin hier in der Debatte, Amira Mohamed Ali. Wir haben es satt, der Agrarindustrie die Stirn bieten. Viele tausend Menschen werden erwartet. Und Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, diese Menschen, die werden gegen ihre Politik demonstrieren.
Und das völlig zu Recht. Denn die Große Koalition, die hat auch in diesem Bereich völlig versagt. Deshalb wird die Linke und auch ich selbst an der Demonstration teilnehmen. Denn für die Linke ist klar, in der Agrar- und Lebensmittelpolitik muss sich endlich und grundlegend etwas ändern. Betrachten wir die Dinge, wie sie sind. Die vielen Lebensmittelskandale der letzten Jahre, die sind nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Wenige große Konzerne bauen ungehindert ihre Marktmacht aus und machen Milliardengewinne. Und dabei geht es nicht um soziale und ökologische Verantwortung. Es geht auch nicht um gutes Essen. Es geht allein um Profit, und das um jeden Preis. Auf dem Rücken der Verbraucherinnen und Verbraucher, auf dem Rücken der Beschäftigten und der regionalen Landwirtschaft und auf Kosten der Natur. Landwirtschaftliche Betriebe, die werden in den Ruin getrieben, schlechte Löhne und zum Teil wirklich katastrophale Arbeitsbedingungen in der Produktion und im Handel. Es ist ein System der Ausbeutung. Wir haben steigende Antibiotikaresistenzen, Insekten sterben und die Gülle vergiftet unsere Böden und unser Grundwasser. Wissen Sie, ich komme aus Niedersachsen und da hat man mancherorts das Gefühl, die Äcker sind keine Anbauflächen mehr für Lebensmittel, das sind Entsorgungsflächen für Gülle geworden. Und was Sie in Ihren schönen Reden, Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, was Sie da vergessen, das ist, dass gesunde Ernährung immer mehr vom Geldbeutel abhängt. Und ich sehe eine Entwicklung hin zu einer Zwei-Klassen-Ernährung. Bio für Besserverdienende und billige Fertigprodukte voller Zusatz und mit wenig Nährstoffen für die niedrigen Einkommen. Und die Folgen, das sind höhere Krankheitsrisiken und eine geringere Lebenserwartung. Arme Menschen sterben früher. Das ist wissenschaftlich erwiesen worden. Ihre Politik der sozialen Spaltung hat diese Entwicklung befeuert. Sie, und damit meine ich auch, und nicht nur Union und SPD, damit meine ich auch die Grünen und die FDP, also die ganz große Koalition des Sozialabbaus, Sie haben Hartz IV und die Ausweitung des Billiglohnsektors zu verantworten. Und ich finde es zynisch, von gesunder Ernährung zu sprechen und diesen Zusammenhang einfach auszublenden. Aber lassen Sie uns auch darüber reden, was die Große Koalition in der Lebensmittelpolitik und beim Verbraucherschutz erreicht hat. Keine Angst, das dauert nicht lange, denn es ist eine Bilanz des Stillstands. Schärfere Kennzeichnungspflichten bei der Gentechnik, Fehlanzeige. Schärfere Kennzeichnungspflichten über Produktion und Herkunftsort, Fehlanzeige. Vom Tierschutz wage ich kaum anzufangen. Das Tierwohl-Label. Das ist vor einem Jahr vor der Großen Koalition vereinbart worden. Auf der letzten Grünen Woche wurde es vorgestellt. Es ist immer noch nicht eingeführt. Und wissen Sie, als Verbraucherschützerin, da bin ich natürlich für mehr Transparenz und ich stehe einem Label auch grundsätzlich positiv gegenüber. Aber auch Fleisch mit Label, das steht weiter in Konkurrenz zum Billigfleisch, das unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen produziert wird, unter unsagbar belastenden Arbeitsbedingungen auch. Das möchte ich auch einmal sagen. Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie den ganzen Tag Hühnerküken in den Schredder schicken müssen. Das Billigfleisch, das macht im Export lokale Produktionen kaputt und es entsteht nicht zuletzt unter unerträglichem Tierleid. Und ich sage, das sollte es überhaupt nicht geben. Und wenn man Klimaziele erreichen möchte, dann ist es zwingend notwendig, von dieser Intensivhaltung wegzukommen. Die von Verbraucherschützern seit langem geforderte Ampelkennzeichnung für die gesundheitsrelevanten Inhaltsstoffe, die lehnt der amtierende Bundesernährungsminister Schmidt ab. Warum, Herr Minister? Die Menschen wollen die Kennzeichnung. 80% aller Verbraucherinnen und Verbraucher wollen genauere Angaben über die Inhaltsstoffe ihrer Lebensmittel. Sie wollen wissen, ob die Produkte fair gehandelt wurden, ob sie gentechnikfrei sind, ob sie umweltschonend erzeugt wurden. 80%. Das ist eine Zahl aus dem Ernährungsreport 2018. Den hat die Regierung selbst in Auftrag gegeben. Auch das wird ignoriert. Die Menschen, die wollen die Agrar- und Ernährungswende. Also sparen Sie sich die Symbolpolitik. Es muss gehandelt werden. Aber danach sieht es nicht aus. Im Sondierungspapier für die Fortsetzung der Koalition, da taucht das Wort Ernährung überhaupt nicht auf. Und der Verbraucherschutz wird mit wenigen Sätzen schwammig abgespeist. Aber eines kann ich Ihnen versprechen, die Linke, die wird Ihnen das nicht durchgehen lassen. Die Linke hat ein klares Programm. Verbraucherfreundliche Kennzeichnungspflichten, eine Reform des Lebensmittelrechts. Schluss damit, dass die Interessen der Unternehmen besser geschützt werden als die der Verbraucherinnen und Verbraucher. Schluss mit der Ausbeutung der Beschäftigten. Und wir fordern auch eine Reform des Kartellrechts und überwältigende, zerstörerische Marktmacht der großen Konzerne zurückzudrängen.
Das würde auch den Landwirten und den Zulieferern helfen, die dem Diktat dieses Marktmonopols oft schutzlos ausgeliefert sind. Wir wollen eine Landwirtschaft der artgerechten Tierhaltung und der regionalen Ausrichtung. Als Linke stehen wir für gesunde und bezahlbare Nahrungsmittel für alle. Gesunde Ernährung, die darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Wir brauchen die Agrar- und Ernährungswende und wir müssen sie mit einem sozialen Aufbruch verhindern. Verbinden. Danke für die Aufmerksamkeit. Amira Mohamed Ali aus der Linksfraktion zur Massentierhaltung vor allem. Das kennt sie aus ihrem Bundesland Niedersachsen, das ja da ganz besonders ausgeprägt tätig ist. Anton Hofreiter ist der nächste Redner, Vorsitzender der Grünen-Fraktion und in diesem Amt in der vergangenen Woche erst bestätigt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege von der FDP, ich gebe Ihnen ja recht, dass das Sondierungspapier der Großen Koalition etwas, der sich fleischbildenden Großen Koalition etwas dünn geraten ist. Und es stimmt auch, dass das Sondierungspapier, das ja im Bereich Landwirtschaft geeint war, von Jamaika deutlich besser gewesen wäre. Aber wissen Sie, worum belagen Sie sich denn hier darüber? Sie hätten das alles mit uns gemeinsam haben können, wenn Ihr Parteivorsitzender nicht so feig zum Regieren gewesen wäre. Wissen Sie, in welchem Moment Ihr Parteivorsitzender davongelaufen ist? Er ist in dem Moment davongelaufen, als er bekommen hatte die Komplettabschaffung des Solis, als er bekommen hatte, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht mehr gibt und als er das Digitalpaket bekommen hat. Da ist er davongelaufen. Also bitte, wenn Sie etwas zu kritisieren haben, dann kritisieren Sie erst mal Ihren eigenen Vorsitzenden und nehmen Sie sich an die eigene Nase. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir das Sondierungspapier der sich vielleicht bildenden Großen Koalition anschaue, dann verstehe ich bestimmte Dinge schon nicht. Wieso hat denn die CDU die Dinge, die wir gemeinsam erarbeitet haben und wo wir den Eindruck hatten, dass sie wirklich gelernt und unterstützt haben, so schnell vergessen, als sie mit der SPD an einem Tisch saß? Wir hatten doch eine verpflichtende Haltungskennzeichnung und nicht dieses Wischiwaschi, wie jetzt wieder in Ihrem Papier drin steht. Wir hatten doch eine Reduktion, ein Reduktionsprogramm aller Pestizide und nicht nur der glyphosathaltigen Pestizide. Warum haben Sie denn das alles so schnell vergessen? Ist es vielleicht so, dass man die Union einfach nicht allein lassen kann, wenn es um solche Fragen geht? Dass, wenn die Grünen auf sie nicht aufpassen, sie ökologisch und bei Tierschutz und all diesen wichtigen Fragen sofort ausbüchsen? Beim Klimaschutz haben sie es ja auch eindrücklich bewiesen. Und jetzt zur SPD. Die SPD hat ja viele dieser Dinge vorbildlich im Wahlprogramm auch drinstehen. Und deshalb frage ich mich ehrlich gesagt, da frage ich mich schon, wieso haben Sie mit immerhin noch 20% der Stimmen so viel weniger wie eine 8%-Partei durchgesetzt, die mit CDU, CSU und FDP verhandeln musste? Lag das daran, dass das eigentlich bei der SPD nur im Schaufenster steht, all diese Punkte, dass, wenn es hart auf hart kommt, auch bei all diesen wichtigen ökologischen Tierschutzfragen, bei Fragen, wo es um den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft geht, wenn man sich das Höfesterben anschaut, dass das eigentlich nur im Wahlprogramm steht und dann, wenn es um Verhandlungen geht, man sich dafür überhaupt nicht mehr interessiert? Ist das vielleicht die Ursache? Was ist jetzt notwendig? Was notwendig wäre? Und notwendig wäre nicht, dass in einer politischen Debatte, wo es anlässlich der Eröffnung der Grünen Woche von Seiten der SPD und der CDU hier so ein bisschen Ernährungsberatung gemacht wird. Nee, ich glaube, Ernährungsberatung ist nicht die Hauptaufgabe des Deutschen Bundestags, auch bei einer Debatte über Ernährung und Landwirtschaft, sondern unsere Hauptaufgabe ist es, Gesetze zu machen und nicht den Leuten zu sagen, wie sie zu essen haben. Aber das nur am Rande. Und deshalb, was wäre notwendig?
Notwendig wäre ein echtes Reduktionsprogramm für alle Pestizide. Notwendig wäre eine klare Haltungskennzeichnung. Notwendig wäre die Vergabe der Gelder so, dass das Höfesterben nicht einfach weitergeht. Nicht die jetzige Politik. Und da hilft es nichts, wenn man einfach nur bekenntnishaft sich zur Landwirtschaft bekennt und das beschwört. Sondern die Rahmenbedingungen sind es ja, die den Bäuerinnen und Bauern das Leben schwer macht. Und diese Rahmenbedingungen muss man ändern. Und wenn man zum Beispiel einen Großteil des Geldes einfach nach Größe der Fläche vergibt, dann führt es höchstens dazu, dass die Pachtpreise steigen. Und deshalb muss man das Geld vergeben nach qualitativen Kriterien, nach Ideen, wie wir sie in unserem Sondierungspapier ja festgehalten haben. Und man könnte sich wirklich ärgern, wenn man sich anschaut, was im Jamaika-Sondierungspapier drin stand. Da stand drin, Stelle der Zukunft, Klimaschutz, angepasste Produktion, Erhalt der Kulturlandschaft und der biologischen Vielfalt, gesunde Ernährung, Technologisierung und Digitalisierung sowie Präzisionslandwirtschaft einsetzen. Mensch, wir waren doch schon mal so weit. Wenn die SPD sich schon nicht traut, dann traut ihr euch doch wenigstens das, wo wir uns schon mal drauf geeinigt haben, wenn schon die FDP davongelaufen ist, durchzusetzen. Für uns ist am Ende entscheidend, dass wir nicht die Posten haben, sondern für uns ist entscheidend, dass endlich sinnvolle Politik gemacht wird, inhaltlich sinnvolle Politik. Darauf kommt es an. Und deshalb mein Appell an die CDU, CSU und die SPD, wenn sie wirklich die Regierung bilden, ändern Sie die Politik und schauen Sie sich die Papiere an, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Da finden Sie vieles Gute. Vielen Dank. Anton Hofreiter, der Vorsitzende der Grünen-Fraktion hier im Bundestag, noch mit einer gehörigen Portion Enttäuschung, dass aus den Jamaika-Sondierungen nichts Weiterführendes geworden ist. Deswegen auch viel Kritik. Sondern um eine vereinbarte Debatte zwischen den Fraktionen des Deutschen Bundestages handelt. Da gab es noch eine Anmerkung von Thomas Oppermann, dem Bundestagsvizepräsidenten. Der sagt, es sei eine vereinbarte Debatte und hier keine Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung. Hofreiter jedenfalls erkennbar noch schlecht gelaunt über die gescheiterten Sondierungsgespräche, wollte ich gerade sagen, und deshalb auch mit einiger Kritik an Union und SPD, die beide seiner Meinung nach zu wenig von dem bereits Ausgehandelten aus den Jamaika-Gesprächen in Sachen Landwirtschaft und Ernährung aufgenommen haben. Jetzt Maria Flachsbart, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich immer mehr eindeutige und verlässliche Informationen über ihre Lebensmittel. Die Ernährungsweisen werden immer vielfältiger, nicht nur mit Blick auf Vorlieben und Geschmack, sondern auch hinsichtlich der Lebenseinstellung und des Wertegerüsts. Für all diese Bedürfnisse bei Allergien und Unverträglichkeiten sind es Notwendigkeiten, liefert unsere heimische Land- und Ernährungswirtschaft ein ebenso vielfältiges wie qualitativ hochwertiges Angebot. Und noch ein Trend ist zu beobachten. Nach Zeiten großer Entfremdung rücken Landwirtschaft und Konsumenten nun stellenweise wieder zusammen. Denn die Menschen möchten nicht nur die Pflichtangaben auf einer Verpackung lesen, sie möchten eben auch wissen, wo genau kommt das Lebensmittel eigentlich her? Und wie wird es produziert? Unter welchen Haltungsbedingungen hat denn nun das Schwein die Pute gelebt, von dem ich nun gerade ein Stück als Schnitzel kaufe? Der Weg zwischen Stall und Teller wird wieder kürzer. Auch deshalb ist es sinnvoll und zukunftsweisend, Agrar- und Ernährungspolitik und den gesundheitlichen Verbraucherschutz gemeinsam zu betrachten. Alle drei Politikbereiche sind Teile einer Wertschöpfungskette. Alle drei Politikbereiche gestalten wir deshalb aus einem Guss. Wir schlagen damit drei Fliegen mit einer Klappe. Wir stärken die Land- und Ernährungswirtschaft. Wir sorgen für ein vielfältiges, ein nachhaltiges und transparentes Lebensmittelangebot für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir geben darüber hinaus Impulse für lebendige ländliche Regionen. Und deshalb ist es sinnvoll und zukunftsweisend, Agrar- und Ernährungspolitik, den gesundheitlichen Verbraucherschutz und die Politik für den ländlichen Raum auch zukünftig in einem Ressort zu vereinen, nämlich in einem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ich sagte es schon, im Hinblick auf die sich wandelnden Gewohnheiten und Verbrauchererwartungen werden wir in der Agrarpolitik künftig die Ernährungsbelange noch stärker in den Fokus nehmen müssen. Wenn die EU-Kommission für ihre Mitteilung zur Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik die Überschrift Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft gewählt hat, so ist das eine Zielformulierung, der wir uns nur anschließen können. Und hier liegt die große Chance für die Landwirtschaft,
Landwirtschaftliche Erzeugnisse werden aufgewertet. Es eröffnen sich nachhaltige und innovative Marktchancen. Regionale Vertriebswege und enge Kundenbindungen tragen dazu bei, die Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte und die Landwirtschaft selbst zu steigern und auch den bewussteren Umgang mit Lebensmitteln zu steigern. Und ganz nebenbei stehen wir mit diesen Produkten aus einem wettbewerbsstarken und verbraucherorientierten Markt auch noch künftig beim Export in Länder mit hoher Kaufkraft gut da. Lassen Sie mich konkrete Beispiele geben. Glaubt man der Marktforschung, werden eiweißreiche Hülsenfrüchte bei Verbraucherinnen und Verbrauchern immer beliebter. Diese ernährungsphysiologisch vorteilhaften Pflanzen verbessern zugleich beim Anbau den Boden, sparen Stickstoffdünger und erhöhen die Biodiversität. Es lohnt sich deshalb, bei agrarpolitischen Entscheidungen diese Vorlieben im Ernährungsverhalten der Bevölkerung mitzudenken. Und damit haben wir ja schon gute Erfahrungen gemacht, etwa bei der Zusammenführung der bisherigen EU-Programme für Schulobst und Schulmilch. Liebe Frau Kollegin Schulte, 15, nicht nur 9 Bundesländer beteiligen sich da inzwischen. Das entspricht dem Ernährungsbedarf der Kinder und darüber hinaus aber auch den pädagogischen Begleitmaßnahmen, die notwendig sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das haben wir schon gehört, eine unausgewogene Ernährung kann ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen. Adipositas ist der große Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebs und Typ-2-Diabetes. Und diese Erkrankungen verursachen nicht nur individuelles Leid, sondern eben auch gesamtgesellschaftliche Schäden. Eine Land- und Ernährungswirtschaft aus einem Guss kann hier doch entgegenwirken. In diesem Sinne haben wir im vergangenen Jahr 2 neue Einrichtungen eröffnet, nämlich das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft als zentralen Informationsdienstleister für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Gartenbau und das Bundeszentrum für Ernährung als zentrale Stimme für alterstaugliche, wissenschaftsbasierte Ernährungsempfehlungen rund um gesundes Aufwachsen, ausgewogene Ernährung und die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Landwirtschafts- und Ernährungspolitik aus einem Guss nimmt Verbraucherinnen und Verbraucher ernst, die nach den Bedingungen, unter denen Lebensmittel produziert werden, fragen. Gerade wenn es um die Haltung unserer Nutztiere geht, erleben wir in diesen Tagen wieder besonders kritische Nachfragen. Deshalb steht die diesjährige internationale Agrarministerkonferenz im Rahmen der Internationalen Grünen Woche, nämlich das Global Forum for Food and Agriculture, unter dem Titel Die Zukunft der tierischen Erzeugung gestalten, nachhaltig, verantwortungsbewusst und leistungsfähig. Ab heute Nachmittag, eigentlich ab jetzt, werden darüber auf Einladung vom Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt rund 70 Agrarministerinnen und Agrarminister beraten. Auch darüber, den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung auf das absolut unerlässliche Maß zu reduzieren. Und ich werte es deshalb als großen Erfolg, dass der Bundeslandwirtschaftsminister und der Bundesgesundheitsminister im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft gemeinsam den Startschuss für einen auf Dauer angelegten, engen, grenzüberschreitenden Fachaustausch zwischen Human- und Veterinärmedizin im Sinne des One Health-Ansatzes gegeben haben, um Antibiotikaresistenzen wirksam zu begegnen. Klar ist aber auch, der Umbau der Tierhaltung geht nicht von heute auf morgen. Und sie geht nur mit und nicht gegen die Tierhalter. Und mit der Initiative Eine Frage der Haltung, neue Wege zu mehr Tierwohl von Bundesminister Schmidt sind wir 2014 deshalb gestartet. Und wir haben sichtbare Verbesserungen erreicht. So wurden nicht kurative Eingriffe bei Nutztieren weiter zurückgedrängt. Auf das Schnabelkürzen bei Legehennen wird inzwischen verzichtet und das Töten von Eintagsküken steht vor dem Aus. Und wir bleiben auch dran, denn der BML-Ernährungsreport 2018 hat gezeigt, 47% der Verbraucherinnen und Verbraucher sind auf jeden Fall und 43% eher bereit, mehr Geld für Fleisch mit einem staatlichen Tierwohl-Label auszugeben. Zusammen sind das 90%. Deswegen hat das Tierwohl-Label weiter Priorität auf der BML-Agenda für das Wohl der Tiere, für eine gerechte Vermarktung und transparente Verbraucherinformationen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Landwirtschafts- und Ernährungspolitik aus einem Guss, das ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen und wollen. Alle Seiten können davon nur profitieren, Landwirtinnen und Landwirte, Verbraucherinnen und Verbraucher und auch nicht zuletzt Tiere und Umwelt. Vielen Dank.
Maria Flachsbarth, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und auch das, wie alle derzeitigen parlamentarischen Staatssekretäre und Staatssekretärinnen und natürlich auch Minister und Ministerinnen, geschäftsführend bzw. kommissarisch, so lange, bis es eine neue Bundesregierung gibt. Der nächste Redner ist Edgar Franke aus der SPD-Fraktion. Und eine ausgewogene Ernährung ist sowas wie der Programmsatz der Gesundheitspolitiker der SPD. Und lieber Toni Hofreiter, das ist mehr als Ernährungsberatung. Ich hatte bei Ihnen eben ein bisschen das Gefühl, dass Sie traurig sind, dass Sie nicht regieren können. Aber das ist vielleicht auch mal so. Wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle konsumieren, auch ich oftmals, ohne groß darüber nachzudenken, viele ungesunde Lebensmittel. Wir nehmen zu viel Fastfood zu uns. Und ich kann es auch selber nicht verbergen. Ich bin auch ein Genussmensch. Süßigkeiten, die gute Ahle Wurst, Michael Roth, der Staatsminister, kennt sie. Das ist diese nordhessische Spezialität. Auch bei der Grünen Woche. Er kennt sie zumindest, auch wenn er Vegetarier ist, in Anführungszeichen. Gutes Essen ist für mich ein Genuss und Lebensfreude. Das sollten wir uns gerade in der Grünen Woche nicht nehmen lassen. Aber jeder Gesundheitspolitiker, jeder Hausarzt sagt, die Dosis macht das Gift. So sind, auch das ist eben schon kurz beschrieben worden, extremes Übergewicht, Adipositas, ernährungsbedingte Krankheiten und vor allen Dingen Diabetes oft die Folge falscher Ernährung. Und es ist eine Volkskrankheit. 7 Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen. Das Robert-Koch-Institut sagt sogar, eine Dunkelziffer von über eine Million. Und wir müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, handeln, weil 70 Milliarden Euro wird unser Gesundheitssystem, unser Sozialsystem belastet. Und deswegen haben wir einiges auf den Weg gebracht, in der Großen Koalition im Übrigen. Auch ein Präventionsgesetz 2015, 10 Jahre haben andere Koalitionen das nicht geschafft. Wir haben die Ausgaben für Prävention verbessert von 3 Euro auf 7 Euro pro Versicherten pro Jahr. Wir geben seit 2016 500 Millionen für Früherkennung aus. Wir geben 500 Millionen auch für Präventionsberatung aus. Und wir müssen da weitermachen. Wir müssen alle da weiterarbeiten. Wir brauchen einen nationalen Aktionsplan aus Sicht der Sozialdemokraten, gerade mit dem Schwerpunkt Ernährung, mit dem Schwerpunkt Bewegung, mit dem Schwerpunkt Stressbewältigung. Und wenn man es auf den Punkt bringt, ich glaube, Ziel sozialdemokratischer Gesundheitspolitik war immer und ist immer, auch gerade diejenigen zu erreichen, die aufgrund ihrer Lebensumstände Gesundheit und Vorsorge nicht in den Mittelpunkt ihrer Lebensentwürfe stellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gesunde Ernährung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und ich will ein paar Punkte nennen, die uns wichtig sind. Wir müssen darauf hinweisen, in Kitas, in Betrieben, in Schulen, wie wichtig Zucker- und fettarme Ernährung ist. Wir müssen darauf hinweisen, wie wichtig Sport und Bewegung ist, gerade für Kinder. Wir müssen auch darauf hinweisen, dass wir ein Ampelsystem in Betracht ziehen. Es ist sicherlich richtig, man kann Lebensmittel so ohne weiteres nicht beurteilen, aber zum Beispiel gerade Lebensmittel, die zugesetzten Zucker, Salz und Fett haben, da kann man schon ein Rot als Orientierung nehmen. Und man sollte eins nicht machen, das muss ich auch sagen, man soll den Leuten nicht die Currywurst vermiesen, man soll den Leuten nicht die Süßigkeiten vermiesen, aber wir brauchen eine Orientierung für die Verbraucher, und das ist auch im Interesse der Menschen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin auch ausdrücklich als Gesundheitspolitiker für eine Harmonisierung der Mehrwertsteuersätze. Wenn man schaut, dass teilweise willkürlich Mehrwertsteuersätze gefasst werden, müssen wir sehen, dass gerade gesundheitsförderliche Lebensmittel mit einem geringeren Mehrwertsteuersatz belegt werden sollten. Es gibt auch jetzt eine Studie der Uni Hamburg, ganz, ganz neue Studie, die einen Zusammenhang damit herstellt, dass eine Steuerung des Gesundheitsverhaltens möglich ist, wenn man gesunde Lebensmittel billiger macht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir müssen, das ist auch aus Sicht der Landwirtschaftspolitiker der SPD absolute Priorität, eine nationale Strategie zur Reduktion von Zucker, Salz und Fetten in Fertigprodukten auf den Weg bringen. Das geht sicherlich nur im Dialog mit der Lebensmittelindustrie, aber wir brauchen Anreize dafür, dass sie Produkte Kalorien, Salz und zuckerärmer anbieten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen
Wir brauchen eine zielgerichtete Zusammenarbeit aller Akteure. Und es ist für uns auf jeden Fall aus SPD eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, allen Menschen unabhängig von Herkunft, Bildung und Einkommen eine Chance auf ein gutes, auf ein gesundes Leben zu geben und auf eine gesunde Ernährung. Und da gehört eben vieles dazu, was ich eben angedeutet habe. Dankeschön. Edgar Franke aus dem Schwalm-Eder-Kreis macht Werbung hier für Ahle Wascht. Und für alle, die das nicht kennen, das ist eine luftgetrocknete, leicht kalt geräucherte Dauerwurst, die traditionell in Nordhessen hergestellt wird. Und das auch noch in Hausschlachtung. Der nächste Redner ist Axel Gerke aus der AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Besucher auf der Tribüne. Was wir bisher gehört haben, klingt gefährlich. Industrienahrung, Gentechnik, Pestizide und Antibiotikarückstände, ja selbst Zucker und Salz, wie wir eben gehört haben. Es scheint mal wieder, dass wir dem Ende nahe sind. In meinen langen Berufsjahren als Arzt, habe ich viele Ökopaniken erlebt, die meine Patienten in Angst und Schrecken versetzt haben, Frau Kollegin. Ich erinnere nur an das Waldsterben und an das Ozonloch, wo wir knapp der Vernichtung entgangen sind. Den Wald, Frau Göring-Eckert, gibt es auch heute noch und das Ozonloch auch. Aber der Farbige hat seine Schuldigkeit getan, der Farbige kann gehen. Und so ist es auch mit allem, was angeblich gesund und ungesund ist. Steinzeitdiät, Hollywood-Diät, Eierdiät, heische Trennkost, Low Carb, vegetarisch, vegan und was es alles noch so gibt. Keine, meine Damen und Herren, keine dieser Ernährungsformen hat auch nur annähernd validiert zeigen können, dass sie langfristig irgendwelche Vorteile hat gegenüber einer ganz normalen Mischkost, wie wir sie seit Jahrtausenden zu uns nehmen, schlicht und ergreifend Obst, Gemüse, Kohlenhydrate und Proteine und genauso, wie es uns gerade schmeckt. Meine Damen und Herren, hören Sie auf, die Menschen zu verunsichern. Natürlich gibt es ernährungsbedingte Erkrankungen. Natürlich müssen diese auch behandelt werden. Natürlich gibt es auch Diäten, die helfen. Aber es geht doch hier um etwas ganz anderes. Es geht hier doch um den ganz normalen Menschen draußen, dem Sie doch nicht immer wieder ein schlechtes Gewissen einreden, wenn diese so essen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Das ist, meine Damen und Herren, das ist Zwangsbeglückung und das lehnen wir ab. Nur mal ein Beispiel. Es ist doch absurd, die Zuckersteuer einzuführen und dann die völlig übersüßten Produkte in den Regalen zu lassen. Es wird doch sowieso alles wieder teurer und das fällt doch den anderen gar nicht auf und so soll es wahrscheinlich auch sein. Nein. Meine Damen und Herren, eine rote Banderole um das Lebensmittel mit der Aufschrift, dieses Lebensmittel ist für Kinder ungeeignet. Und dann möchte ich die Mutter sehen, die das aus dem Produkt, aus dem Regal holt. Meine Damen und Herren, die Gefahr liegt doch ganz woanders. Die meisten Menschen haben heute eine sitzende Tätigkeit. Und wenn die Arbeit endlich rum ist, geht es nicht etwa nach Hause, sondern schnurstracks in die zweite Arbeitsstelle, meistens noch mal 4 Stunden. Und ich sage Ihnen, diese Gejagten ihrer bisherigen Regierung setzen sich abends erschöpft aufs Sofa, trinken 2 Bier und pfeifen auf alle ihre Regeln für gesunde Ernährung. Und recht haben sie. Und ein zweites, begleiten Sie doch mal eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern beim Einkauf. Wenn Sie der von Bio erzählen, ernten Sie bestenfalls ein müdes Lächeln. 25% Kinderarmut in Deutschland, 40% prekäre Arbeitsverhältnisse und Sie schwadronieren hier von gesunder Ernährung für ein gutes Leben. Nein, Frau Konnemann, wir haben unser Schicksal nicht in der Hand. Sie und Sie alle, die Sie hier sitzen, haben es in der Hand.
Deutlich bessere Löhne in verlässlicher Vollzeitarbeit würden den Zweitjob überflüssig machen. Das wäre ein gesundes, ein wahrhaft gesundes Ziel für ein gutes Leben, wie Sie es ja angeblich erreichen wollen. Nein, meine Damen und Herren, diese Ökopaniken lassen wir Ihnen nicht mehr durchgehen, sondern werden sie brandmarken, wo immer wir können. Vielen Dank. Axel Gercke für die AfD. Und das klang jetzt auch etwas anders als das, was seine Fraktionskollegin Gminder vorhin erzählt hat zu diesem Thema. Naja. Alois Rainer ist der nächste Redner und er kommt aus der Unionsfraktion. Sie haben Ihre Schuldigkeit getan, aber mit Ihrer Hautfarbe hat das rein gar nichts zu tun. Als nächsten Redner rufe ich den Abgeordneten Alois Rainer für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist die Grundlage für ein gutes Leben. Wie richtig ist diese Aussage? Wir eröffnen die internationale Grüne Woche traditionell damit, dass wir hier im Hohen Haus die Debatte zum Anlass nehmen, um über die aktuellen Entwicklungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsbranche zu sprechen. So zum Beispiel auch über die neuesten Erkenntnisse des Ernährungsreports 2018 der Bundesregierung, der aussagt, dass sich die Ernährungsgewohnheiten der Menschen in Deutschland verändern. Der Verbraucher interessiert sich mehr denn je über die Herkunft, die Herstellung und die Zusammensetzung der Lebensmittel. So heißt es auch, dass der überwiegende Teil, ca. 63%, bewusst einkauft. Auch der Verbraucher ist bereit, mehr für Qualität und Lebensmittel zu bezahlen. Und wenn Sie den Verbraucherschutz ansprechen, kann ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur bestätigen, dass es selbstverständlich unsere Aufgabe ist, den Verbraucher informieren zu lassen. Die Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist richtig und wichtig und muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mir auch dazu sagen, dass wir in Deutschland im weltweiten Vergleich schon jetzt die höchsten Sicherheitsstandards und die strengsten Gesetze im Ernährungsbereich haben. Aber auch selbstverständlich gibt es auch Punkte, über die wir weiter konstruktiv diskutieren müssen. Kein Thema, aber auch mit der Unterstützung der Wissenschaft. Und meine Damen und Herren, in vielen Regionen können wir regionale Lebensmittel direkt vor der Haustür produzieren und die auch dementsprechend erwerben. Und liebe Frau Kollegin Mintner, mir ist es schon ganz recht als Lebensmittelproduzent, dass wir regional einkaufen. Und es soll so viel wie möglich regional eingekauft werden. Auf der anderen Seite muss es uns aber in unserem Land schon erlaubt sein, auch für Produkte aus anderen Ländern Werbung zu machen und Produkte aus anderen Ländern zu uns zu nehmen, weil auch wir in anderen Ländern unsere Produkte verkaufen wollen. Der Trend zur Regionalität und Nachhaltigkeit hält an und das öffentliche Interesse für die Landwirtschaft und die Ernährungswirtschaft ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Wenn die Menschen verstehen, wie produziert wird, wächst auch die Anerkennung und das Verständnis und damit die Wertschöpfung, die Wertschätzung und gleichzeitig auch die Wertschöpfung. Ziel ist es, den Verbraucher durch eine ausreichende Transparenz in der gesamten Lebensmittelkette eine eigenverantwortliche und sachkundige Entscheidung zu ermöglichen. Gesundes Essen ist Genuss und eine ausgewogene Ernährung ist das beste Rezept für eine gute Gesundheit. Meine Damen und Herren, die Grundlagen für eine gesunde Ernährung werden in der Landwirtschaft gelegt. Unsere Land-, Forst- und auch Fischereiwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und berührt uns alle in unserem täglichen Leben. Sie schaffen unsere Lebensgrundlagen.
um die natürlichen Produktionsgrundlagen für die Landwirtschaft zu bewahren, müssen wir unsere natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzen und erhalten. Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, dass nicht gegen die Land- und Ernährungswirtschaft gearbeitet wird, sondern vielmehr mit ihnen zusammen. Ich sehe unsere Aufgabe darin, die Landwirtschaft in Deutschland zu unterstützen. Wir müssen die Weichen stellen, damit Landwirtschaft auch noch in vielen Jahren interessant ist. Das heißt unter anderem auch, dass wir den Landwirten die Möglichkeit geben, im Stall und auf den Feldern zu arbeiten und nicht durch mehr und zum Teil auch unnötige Bürokratie in die Büros fesseln. Wir brauchen eine selbstbewusste und nachhaltige und vor allem eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Und lassen Sie mich abschließend noch einen Dank aussprechen. Ein besonderer Dank ergeht an all diejenigen, die dafür sorgen, dass die Ernährungs- und Landwirtschaft, die Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland eine gute Sparte in unserem Land ist. Aber lassen Sie uns mit denen zusammen in dieser Sparte für weitere gute Ernährung für unsere Menschen in unserem wunderbaren Land sorgen. Vielen herzlichen Dank. Alois Rainer war das für die Unionsfraktion. Und der letzte Redner jetzt zu diesem Debattenpunkt wird sein ein Abgeordneter der Sozialdemokraten, Johann Saathoff. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so ging in den letzten Wochen. Ging mir die Debatte, wer wohl den größeren Knopf haben könnte, ziemlich auf den Geist. Heute haben wir eine Debatte erlebt, wer die größere oder bessere Sondierung gehabt hat. Und ich könnte das ja noch nachvollziehen, dass man darüber streiten könnte, weil ja der ein oder andere Verlustängste hat. Aber man müsste sich mal genau angucken, was das denn ist, Sondierung und Koalitionsvertrag. Da ist nämlich ein Unterschied. Sondierungsergebnisse miteinander vergleichen zu wollen, ist wie Pakete miteinander vergleichen zu wollen, ohne die Inhalte tatsächlich zu kennen. Seien Sie gewiss, unser Koalitionsvertragsergebnis wird Sie doch beeindrucken. Es ist die Zeit der grünen Woche, das wissen wir alle miteinander. Und deswegen debattieren wir heute über gesunde Ernährung und weniger über die Vergleichbarkeit von Sondierungsergebnissen. Es ist letzten Endes mit der grünen Woche auch verbunden, die Diskussion über Essen und Trinken. Und heute haben wir im Fokus die gesunde Ernährung. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass Essen mehr ist als lediglich die Aufnahme von Nahrung. Gemeinsame Mahlzeiten erhöhen nämlich die Bindung in der Familie. Und das ist gar nicht hoch genug zu schätzen. Essen sollte ausgewogen sein, sollte bewusst regional oder auch mal international sein, sollte saisonal sein. Und als Berichterstatter für Fischerei muss ich das an dieser Stelle natürlich auch einfließen lassen, sollte auch regelmäßig aus Fisch bestehen. Also Essen ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und das wird nicht mehr überall so gesehen. Und dazu rate ich mal, einen Blick in die Schulen zu werfen. Da läuft nämlich einiges schief. Und keine Angst, ich will an dieser Stelle kein neues Schulfach fordern. Denn da gäbe es auch noch mindestens 10 andere Schulfächer, die man hätte fördern können. Aber ich finde, dass es möglich sein muss, in einem pädagogischen Konzept auch ein gemeinsames Schulessenerlebnis darzustellen, wenigstens für die Kinder, die das zu Hause nicht mehr erleben dürfen. Als Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde Krummhörn habe ich damals versucht, eine Mensa einzurichten. Und wir haben eine Umfrage unter den Schülern gemacht, wie viele der Kinder vor der Schule eigentlich gefrühstückt haben. Die Hälfte. Das heißt, die andere Hälfte hat vor der Schule nicht gefrühstückt. Das ist Situation und das ist sozusagen der Rahmen, auf den wir öffentliche Infrastruktur auch setzen müssen. Ich erspare Ihnen jetzt mal die Antwort, die wir bekommen haben auf die Frage, wie viele Schüler denn eigentlich ihre Eltern vor der Schule gesehen haben. Das lasse ich an dieser Stelle mal außen vor. Es ist ein Problem, wenn sich Menschen, aber vor allen Dingen Kindern, überwiegend von Fett und Zucker ernähren. Damit bekommen sie so viel Energie, dass sie zum einen kaum zu bändigen sind. Anschließend fällt der Zuckerspiegel und sie fallen buchstäblich in ein Loch. Arbeiten und aktive Teilnehmer am Unterricht ist eben auch Arbeit, ist nicht möglich. Es gibt Konzentrationsschwächen, die sich ergeben, Fettleibigkeit, schlechte Zähne. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie viele Medikamente man eigentlich einsparen könnte, wenn man sich gesund ernähren könnte. Das eine ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie man dem Körper richtige Ernährung Energie zuführt. Das andere ist, wie die Energie wieder abgerufen wird.
Und das zwar nicht durch Smartphones und nicht durch Spielekonsolen, die vielleicht Auge-Hand-Koordination verbessern, sondern mit Bewegung. Mit Bewegung draußen, mit mehr Sportunterricht, mit Sport in den Vereinen. Das ist so unglaublich wichtig und gehört mit Ernährung dazu. Wir Eltern, wir Erwachsenen sollten das vorleben. Das ist nämlich gut für uns. Und der Buhr löbt altid in sin fades Schluren, sagen wir in Ostfriesland. Das heißt, es ist auch gut für Kinder, weil sie es nachmachen. Bewegungsmangel und falsche Ernährung ist kein Problem bestimmter Gruppen. Es ist die Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Und wichtige Maßnahmen wären hier eine Kennzeichnung. Fett und Zucker ist oft versteckt in Lebensmitteln. Versuchen Sie mal, sich einen Tag bewusst frei von Industriezucker zu ernähren. Das ist ohne Diplom für Ökotrophologie quasi nicht machbar. Und wenn auf einem Joghurt steht 30% weniger Zucker, dann weiß ich immer noch nicht, ob der zu viel Zucker für mich hat oder vielleicht nicht. Die USA ist sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein gutes Vorbild für gesunde Ernährung. Aber ein Beispiel für die Möglichkeit der Kennzeichnung, die man auch verstehen kann, ist sie allemal. Deswegen brauchen wir eine vernünftige Ampel, eine vernünftige Kennzeichnung. Und die Lebensmittelindustrie, das darf ich an dieser Stelle sagen, ist in den USA durch die Kennzeichnung nicht zusammengebrochen. Und die Verbraucher, Frau Staatssekretärin, sind auch nicht überfordert gewesen. Die Kennzeichnung ist kein Garant für gesunde Ernährung, aber dringend notwendig und eine einfach zu realisierende Hilfe auf dem Weg zu einer gesunden Ernährung. Auf der Grünen Woche, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird viel gegessen und getrunken. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass künftig dieses auch noch ein bisschen bewusster und genussvoller gemacht werden kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sagt Johann Saathoff für die SPD-Fraktion, der letzte Redner hier in dieser vereinbarten Debatte zur gesunden Ernährung. Und in der Tat, darüber haben wir wirklich sehr, sehr viel gehört und das in ganz verschiedenen Facetten. Anlass dieser Debatte ist die internationale Grüne Woche, wo viel gegessen und getrunken wird, aber auch über Lebensmittel, über Tierhaltung, über Produktionsbedingungen etc., natürlich auch über Verbraucherverhalten diskutiert wird. Die internationale Grüne Woche startet morgen offiziell, aber heute Abend gibt es schon einen Abendempfang, wo diese weltgrößte Messe für Landwirtschaft, Gartenbau und Ernährung eröffnet werden wird.